Hallo, willkommen bei Artreisen. Ich bin Michael. Ich werde euch heute vorstellen, wie man das Ganze macht. Seid ihr bereit? Ich schon. Erstens haben wir unseren Platz vorbereitet und unsere ganzen notwendigen Sachen hergeholt. Nämlich das Artreisen selber, den Artreisen Artist Torch, einen Mischbecher, einen Mischstab, zwei Messbecher, Untersatz für das Stück, Tixo, um es zu präservieren, einen Zahnstocher, um Haar und Staub rauszuholen und letztendlich Handschuhe, um unsere Hände zu schützen. Außerdem wollt ihr auch euren Tisch überziehen mit etwas Plastik oder Müllsäcke. Zuerst, um die Unterseite des Stückes zu schonen, wollen wir etwas Tixo benutzen, einfach um die Ränder zu eintixen. Ihr wollt bis zum Rand, um den letzten Tropfen auch zu vermeiden. Wenn ihr damit fertig seid, könnt ihr eure Untersetzer nehmen und schauen, dass alles in der Waage ist. Um zu sehen, ob euer Stück in der Waage liegt, haben wir bei Artreisen auf unserer Webseite eine Wasserwaage, nämlich auf artreisen.com/level eine Wasserwaage. Perfekt! Okay, jetzt zum besten Teil, das Artreisen selber. Demnächst müssen wir herausfinden, wie viel Artreisen wir überhaupt brauchen. Und mit dem Rechner auf unserer Webseite geht das sehr einfach. Für dieses Stück werden wir 30 ml Epoxy benutzen und 30 ml Härte. Fangen wir an. Vergisst nicht eure Handschuhe, dann können wir mit der Messung und mit der Mischung anfangen. Jetzt wollt ihr euer Epoxy und ihr Härtner zusammenmischen, gut für ungefähr 3 Minuten. Und jetzt nur noch gut durchmischen. Achtet gut darauf, dass ihr die Seiten und den Boden gut durchmischt. Das Gute am Artreisen ist, dass es ein Mischverhältnis von 1 zu 1 hat. Luftbläschen sind komplett normal, um die kümmern wir uns später. Okay, das sollten jetzt 3 Minuten sein, jetzt können wir es benutzen. Jetzt wollt ihr euer Artreisen ganz bis zum Rand verteilen und der Tixo schützt uns, falls irgendwas runtertropft. Und jetzt kommt mein Lieblingsteil. Wir benutzen den Artist Torch, um die Luftbläschen herauszukriegen. Okay, und jetzt, falls irgendwas hineingefallen ist, benutzen wir unseren Zahnstocher. Schaut gut aus. Jetzt müssen wir es nur mehr für die nächsten 24 Stunden überdecken. Sehen wir, wie es morgen wird. Okay, jetzt waren es 24 Stunden. Sehen wir, was wir gemacht haben. Wow! Sieht toll aus. Findet ihr es auch? Falls ihr die Untersätze gesichert habt, vergisst nicht, den Tixo zu entnehmen. Diese Methode hält die Ränder und die Unterseiten eures Stückes sauber. Wenn man zu lange wartet, wird es schwieriger, die Tropfen zu entnehmen. Und das war's. Ich hoffe, es hat geholfen. Seid kreativ und viel Spaß!